Gut, gehen wir nochmal schnell, machen wir nochmal eine schnelle Zusammenfassung. Es geht also um die Zahlenfolgen und wir hatten gesagt, das sind wirklich tatsächlich nur Zahlenfolgen, wenn entweder auf arithmetrischer Basis immer der Abstand zwischen den Zahlen gleich ist, wenn irgendwie eine Unterbrechung drin ist, nein, es ist keine echte Zahlenfolge, es ist einfach bloß eine Menge von Zahlen, oder der Abstand so definiert wird, dass ich, wenn ich die einen durch die anderen Glieder teile, immer das eine durch das vorhergehende, dass dann immer ein gleicher Quotient Q, deswegen auch Q, sich ergibt. Ich habe das hier nochmal in der Formelsammlung gehighlightet, auch ne, die Distanz, also Distance könnte man auch sagen, der Abstand D bzw. Q. So, und jetzt gucken wir uns mal hier oben diese Aufgabe an und sagen, ja, sind es nur Mengen oder was sind das? Machen wir das trotzdem so einfach, wie es hier ist. Ich mache mal kurz Pause und wische das hier alles weg, denn wir wollen unsere Folgen dann hier unten mal aufschreiben. Zur ersten Folge, ich habe die nochmal hingeschrieben, hier diese kleine, hier nochmal als 14, 28, 42, 46, 50 und so weiter. Das sieht wie eine arithmetrische Folge aus, das heißt, der Abstand von hier nach hier müsste immer 14 sein. Ne? Also das, ich schreibe den jetzt auch mal, diesen Abstand, den schreibe ich jetzt einfach mal direkt darunter. 28 minus 14 ist 14, gut. 42 minus 28, ne? Das ist 14. Und? Siehe da, wieder 14. Da ich jetzt über die weiteren Glieder der Folge nicht Bescheid weiß, kann ich für diese Glieder auf jeden Fall sagen, es ist eine arithmetrische Folge. Ja, dieses. Oh, das sollte ich mal nicht durchstreichen. Das müsste man highlighten. Gut, also da war es noch leicht. Schauen wir uns die nächste Folge an. Ich mache wieder kurz Pause. Ich habe es jetzt hier hingeschrieben. 1, 3, 7, 5, 9, 15. Vielleicht steckt da eine spezielle Rechenvorschrift darin, aber wir müssen trotzdem, auch wenn es noch so trickreich erscheint, dass ich erst 3 vor und dann 5 zurück oder sonst was gehe, das gilt hier nicht. Wir müssen gucken, die einzelnen Glieder sind hier in der Reihe so geordnet. Normalerweise müsste da stehen 1, 3, 5, 7, 9. Aber selbst dann würde die 15 etwas abweichen. Vielleicht ist ja 3 durch 1 ist 3, 7 durch 3 ist aber nicht mehr 3. 5 durch 7 erst recht nicht. Also wir haben es hier tatsächlich nur mit einer Menge zu tun. Also hier nur eine einfache aufgeführte Zahlenreihe ohne irgendein, pardon, nicht Zahlenreihe, einfach nur eine Zahlenmenge, die ist aufgeführt. Da ist also keine von beiden, keine Folge vorhanden. Einfach bloß eine Menge von Zahlen. Einfach so. Also wie gesagt, nicht sagen, ach, warte mal, das werde ich jetzt ordnen. Die 5 gehört ja dahin, die 9 gehört dahin. Und wenn die 15 jetzt hier nicht wäre, dann könnte ich ja sagen, aha, das sind immer die ungeraden Zahlen. Auch wenn die so dastehen, darf man nicht einfach sagen, ich ordne jetzt um. Das geht nicht. Dann sagen wir hier einfach, das ist eine Menge von ungeraden Zahlen. Das kann sein. Aber es ist keine echte arithmetrische oder geometrische Folge. Keine Zahlenfolge. Hier stand die 15. Ne? Also es ist nur eine Menge. Vorsichtig sein. 03, da verzichte ich jetzt mal auf die Pause. Gucken wir uns die mal an. 1, 2, 4, 8, 16. Also 1, gleich mal zur Schreibweise. Es gibt ja auch Kommazahlen, also Dezimalzahlen, deswegen mache ich gerne einen Semikolon dazwischen. Also 1, 2, 4, dieses Semikolon, kein echtes Kolon. Und 16, gucken wir uns mal an, was hier passiert. 2 durch 1 ist 2, 4 durch 2 ist auch wieder 2, 8 durch 4 ist 2, 16 durch 8 ist 2. Also der Quotient ist immer gleich, das wäre dann ganz typisch. Von hier nach hier geteilt ergibt sich 2, 2, 2. Oder ich kann sagen, ich nehme immer mal 2. Aber wegen des Quotienten habe ich das jetzt nochmal so dargestellt. Ne? Ich habe ja diese Formel hier umgestellt. Also hier habe ich es mit einer geometrischen Folge zu tun. Auch gleich mal hingeschrieben. Moment. Diese Folge hier, die 04, hier, die habe ich ja hier hingeschrieben. Einhalb. Jetzt habe ich ja hier ein bisschen Mischmasch. Wandeln wir es doch mal um. Entweder alles in Brüche oder alles in Dezimalzahlen. Ich schlage mal in diesem Fall Dezimalzahlen vor. Also die Folge 04, zu der Aufgabe kommen wir jetzt. 1,5 ist 0,5. Jetzt bewährt sich das Semikolon. Ne? Jetzt sieht man es. Ein Eintel ist 1. 3,5 ist 1,5. Ich glaube, man ahnt etwas hier dabei. Dann kommt eine 2. Dann kommt eine 2,5, die steht hier als 2,5, schön. Und hier kommt dann 6 halbe ist 3. Also das sieht mir ganz aus wie, und 3, 2 Viertel, 3, 2 Viertel als gemischte Zahl, ist ja auch ganz böse. 2 Viertel ist aber 1 halb, 3,5.
Und was sieht man? Oh, jetzt habe ich diesen Fehler selber gemacht, also 3,5. Aber jetzt wird es spannend, ne? Also 3,5 vor lauter echten Kommata und Semikolon und solchen Zeichen wird es echt ein bisschen hässlich. Trotzdem, was sieht man? Der Abstand ist immer gleich. Also Abstand immer ein halbes mehr, ein halbes mehr, ein halbes mehr. Und dort tatsächlich auch in der Ordnung. Also können wir sagen, das ist eine reine arithmetrische Folge. Ne? Hier immer von hier bis hier 0,5 und so weiter und so fort. Müsste erkennbar sein. Und der Vollständigkeit halber sieht man auch jetzt hier unten, was passiert hier. Ich schreibe die Zahlenfolge auch mal wieder groß hin, mache aber jetzt Pause, weil es so viele Nullen sind. So, die Zahlen stehen da, 0,1, 0,00, 0,01, 0,001. Es wird immer wieder eine Null mehr. Das heißt, hier muss irgendjemand durch 10 geteilt haben. Das kann man aber anders ausdrücken. Ich sage einfach, von hier nach hier nehme ich mal ein Zehntel. Also mal ein Zehntel. Oder ich könnte auch sagen mal 0,1. Moment bitte. Naja, peinlich. Das kommt davon, wenn man sich an was erinnern lässt. Jetzt hat man ja gesagt, ne? Ich nehme alles mal ein Zehntel hier wieder. Mal ein Zehntel. Q ist ein Zehntel. Und das klappt auch. Wenn ich schreibe das mal ganz kurz in anderer Farbe hier drüber, in grün. 0,1 ist ein Zehntel. 0,001 ist ein Hundertstel. Und da, jetzt sieht man es deutlicher. Wenn ich ein Zehntel mal ein Zehntel nehme, komme ich auf ein Hundertstel. Mal ein Zehntel auf ein Tausendstel. So läuft das. Also das geht hier eindeutig abzulesen. Das ist Q ein Zehntel. Also haben wir es mit einer geometrischen Folge zu tun. Ja, das mal zu der Aufgabe. Jetzt hatte ich aber gesagt, wir wollten noch mal was zu dieser Formelsammlung sagen. Also zu der Bildungsvorschrift. Ich mache mal kurz Pause, radiere das hier unten weg und wir gehen dann mal hier auf diese Formel nochmal genau ein. Kleinen Moment. So, alles wegradiert. Und jetzt gucken wir uns mal die Formelsammlung an. Und zwar einerseits in der Richtung, da hatten wir gesagt, aha, und dann in der Richtung. Was hatten wir hier gesagt? Hier ergibt sich eine gewisse Distanz jedes Mal, egal welche von den beiden, ob die linke oder die rechte Formel ich anwende. Und wenn sich eine gewisse Distanz ergibt, dann haben wir einen gleichmäßigen Abstand wie eine arithmetrische Folge. Eine arithmetrische Folge. Aber die Bildungsvorschrift, wie bildet man das nächste Glied? Die müssen wir uns jetzt nochmal genau angucken. Wir bleiben jetzt mal bei dem oberen Beispiel. Hier kann ich doch sagen, zielgenau, ich möchte ein bestimmtes Glied haben, und zwar A5 meinetwegen, und ich brauche auf jeden Fall einen Startwert, womit die ganze Folge startet. Und ich muss die Distanz wissen. Und dazu gleich ein Beispiel. Also ich kann hier direkt angeben, Beispiele berechnen wir dann gleich. Ich kann hier direkt angeben, ein explizit, also ein herausgepicktes Glied einer Folge kann ich direkt ausrechnen. Natürlich Voraussetzung ist der Startwert und die Distanz. So, das heißt, man hat es hier mit einer expliziten Bildungsvorschrift zu tun. Bildungsvorschrift. Und wenn ich sage, ich ermittle ein nächstes Glied aus einem bereits bekannten, irgendwo mitten in der Folge drin, dann mache ich das rekursiv. Das heißt, ich schreibe erstmal das Wort hin, rekursiv. Ich bilde rückwärts gesehen praktisch aus einem bekannten Glied und der Distanz das nächste. Ich brauche also hier in diesem Fall keinen Startwert. Ich kann aber in diesem Fall erstmal nur sagen, ein bestimmtes Glied habe ich. Wenn ich die Distanz kenne, dann weiß ich das nächste. Das könnte man auch umkehren. Ich könnte also auch die ganze Sache umstellen und sagen, an plus 1, also schon das nächste. Und ich möchte den Vorgänger haben, dann müsste ich einfach sagen, minus d. Würde sich diese Formel hier umstellen. So könnte man das zum Beispiel machen. Also man kann immer nur aus dem bereits vorhandenen auf das nächste oder auf den Vorgänger schließen. Das nennt man dann rekursiv. Das ist auch hier so. Hier bei der geometrischen Folge. Geometrische Folge hatten wir gesagt, da ergibt sich ein bestimmter Quotient und ich nehme jetzt wieder explizit, ich bestimme ein ganz bestimmtes Glied und sage an, irgendeines a. 17 oder A sonst was ist Startwert mal Quotient hoch n minus 1. Oder
jetzt wieder rekursiv gesagt, a17 ist gleich a16, ne? An plus 1 ist 17, n ist dann 16, ist also a17 zum Beispiel ist a16 mal q. In unserem Beispiel mit diesen 0,001 und so weiter könnte man dann einfach sagen, mal ein Zehntel. Beispiel, auf die Beispiele werde ich gleich eingehen, aber jetzt wird das Video ein bisschen zu lang. Ich komme zu Beispielen dann in dem nächsten Video, also da werde ich mich dann hier, ich werde dann wieder einen Videolink einfügen. Da kommen wir dann auf die Bildungsvorschriften direkt und rechnen dann auch Beispiele und Anwendungsaufgaben. Denn so mancher wird sich fragen, wozu brauche ich diesen ganzen Quatsch überhaupt? Zahlenfolgen sollen es Rätsel sein für Einstellungstests oder was? Oder worum geht es hier? Nicht nur, natürlich auch, aber das ist es nicht. Hier geht es um eine ganz andere Geschichte. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.